Hallo, heute habe ich wieder ein richtig schnelles Blitzrezept für dich. Und zwar endlich mal ein süßes Blitzrezept und nicht wie sonst immer herzhafte. Und zwar backe ich mit dir heute Zuckerzimtstangen aus Blätterteig. Das Rezept ist wirklich perfekt, wenn sich mal spontan Besuch anmeldet und du zufällig noch eine Packung Blätterteig im Kühlschrank hast. Für die Zucker-Zimt-Blätterteigstangen brauchst du folgende Zutaten: ein Päckchen Blätterteig, 50 Gramm Rohrzucker, 10 Gramm Zimt und 50 Gramm geschmolzene Butter. Das Rezept ist wie gesagt super schnell, denn du gibst jetzt einfach nur die geschmolzene Butter über den Blätterteig und streust dann Zimt und Zucker darüber. Und Zimt und Zucker verrühre ich miteinander. Falls du dich fragst, warum ich die geschmolzene Butter darüber gebe, weil Blätterteig ja eigentlich schon fast nur aus Butter besteht, das hat einen ganz, ganz leichten Grund. Und zwar, dass einfach die Zucker-Zimt-Mischung besser hält. Und die Zucker-Zimt-Mischung verrühre ich jetzt, habe ich eben schon gesagt, und gebe die dann über den Blätterteig drüber. Jetzt werden die Stangen geformt. Dafür wird der Blätterteig einmal in der kurzen Seite in der Mitte durchgeschnitten. Und jetzt gibst du einen Blätterteig einfach über die andere Hälfte. Und jetzt drehst du dir einmal den Blätterteig, dass die offene Fläche zu dir zeigt. Und am besten legst du dir jetzt auch schon ein Backblech, welches mit Backpapier ausgelegt ist, direkt zur Seite. Und jetzt wird der Blätterteig in circa 1,5 bis 2 cm dicke Streifen geschnitten. Nun wird der Streifen auf die Hand genommen, ein Ende in die rechte Hand, das andere Ende in die linke Hand und dann werden die in die entgegengesetzte Richtung aufgedreht. Und das wiederholst du jetzt mit allen anderen. Und jetzt gehen die Zucker-Zimt-Stangen in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten. Und so sehen die Zucker-Zimt-Blätterteigstangen dann aus, wenn die frisch aus dem Ofen gekommen sind. Hier riecht es einfach so unwiderstehlich gut. Wenn du das riechen könntest, dann würde dir bestimmt auch das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber ich habe generell eine Schwäche für Zimt, deshalb wundert mich das gar nicht, dass ich das einfach so lecker schon vom Riechen finde. Das Rezept dazu findest du auf meinem Blog, den direkten Link dazu findest du auch unten in der Infobox. Und ich würde sagen, das war doch mal ein richtig schnelles Blitzrezept, oder? Bis zum nächsten Mal, deine Jannika.